So, hallöchen meine lieben Freunde, schön, dass ihr eingeschaltet habt zur neuen Folge von Dark Souls 1 Remastered. Wir wollen weitermachen, Leute. Wir haben in der letzten Folge Artorias besiegt. Artorias ist tot, ist gefallen. Und der gute Herr ist Geschichte. So, Leute, jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, oder einige fragen sich, wie man den schwarzen Drachen Kalamit besiegen kann. Und zwar hat der gute... Hier ist übrigens ein PvP, eine PvP-Stelle, hier kann man PvP-Kämpfe machen. Hat der gute Richtofen mir gesagt, dass man hier bei diesen Typen, Gauk oder so heißt der, dass man bei denen einen Schlüssel braucht, den wir demnächst finden auf dem Weg zu Manus, wo ich übrigens auch Respekt habe vor dem Kampf. Und diesen Schlüssel kann man hier verwenden, um diesen Turm aufzuschließen. Da befindet sich Gauk drinne. Und dieser Typ hilft uns dabei, den schwarzen Drachen Kalamit vom Himmel zu holen, dass wir ihn besiegen können. Das werden wir machen, sobald wir den Schlüssel haben, Freunde. Momentan haben wir den Schlüssel leider noch nicht. Aber... wir werden ihn schon bald bekommen, hoffentlich. So, weiter geht's, Freunde. Wir gehen weiter. Und ich hoffe, dass wir gut durchkommen. Ich hoffe, dass wir Manus und den schwarzen Drachen Kalamit einfach besiegen können. Hier, da hinten liegt übrigens noch ein Item. Denn ich möchte zügig durchkommen jetzt und würde gern Dark Souls 1 endlich mal abschließen. Das wäre natürlich toll, wenn wir das hinkriegen würden. So, jetzt gehen wir erstmal hier lang, Freunde. Hier gibt es noch ein paar spannende Items, habe ich mir hören lassen. Und ja, jetzt gucken wir mal, was uns noch so erwartet hier. Ich versuche natürlich zwischendurch immer mal wieder so ein bisschen irgendwie zu farmen, aber ist alles nicht so... Ach, da ist ja einer. Oh, warum sieht er den nicht an? Okay, mit zwei Schlägen sind die Geschichte. Ich gehe mal davon aus, wenn ich einen schweren Schlag mache, dann sollte das noch einfacher funktionieren. Natürlich sind wir auch wieder auf der Suche nach geheimen... nach geheimen Räumen. Große Seele. So, ich probiere mal aus, was es bringt, wenn ich eine Brandbombe hinschmeiße. Vielleicht viel, vielleicht gar nichts. Okay, es bringt gar nichts. Ehrlich? Oh ne, jetzt kommen alle, oder? Bitte nicht. Ich versuche jetzt mal mit einem schweren Angriff zu töten. Zack. Aufgeblähter... Warum springt er da runter, verflucht? Warum springt er da runter? Ich habe gerade Kreis gedrückt, ich weiß nicht, warum er da jetzt runterspringt. Das ist halt Dark Souls. So, wir gucken mal, was der aufgeblähte Kopf ist. Das könnte irgendwas Interessantes sein, ich weiß es aber nicht. I don't know. Seele von Artorias. Das wäre natürlich interessant, wie wir sehen, die gibt, aber die gehen wir noch nicht aus. Denn es könnte sein, dass wir die Seele wieder brauchen. Um... aufgeblähter Kopf. Wo haben wir denn das Zeug jetzt? Kann es sein, dass es hier ist? Okay. Der aufgeblähte Kopf ist riesig und zwischen den Rissen befinden sich unzählige kleine rote Augäpfel. Mit seinen harten Schädel und dem maschig weichen Inneren würde sich niemand bei gesundem Verstand aufsetzen. Okay. Irgendwas mit... Nein! Irgendwas mit Manus. Keine Ahnung. So, Leute, wir holen uns auch schnell die Seelen zurück. Hier sollte ja eigentlich relativ leicht funktionieren. Wir haben ja eigentlich nichts zu verbergen. Zack. Mit einem schweren Angriff sind hier natürlich auch One-Hit. Große Scherben kann man hier fahren, wie ich das gerade sehen kann. So, Energie wiederherstellen. Ich wollte gerade schon sagen, ich komme hier nicht mehr hoch, ne? Zack, machen wir es halt so. Oh, da können wir wieder verkaufen gehen und die kann man anscheinend sehr gut große Scherben farmen, Freunde. Okay, der hat auf jeden Fall einen guten... Ja, ich nehme jetzt einfach mal vorweg, dass die nicht besonders krass sind, Freunde. Ich hoffe, dass das natürlich auch so bleibt und dass ich mich nicht irre und schon wieder zu forsch gelabert habe. Aber ich glaube, die sind ganz okay, die Freaks. Sollten nicht so das große Problem machen. Wir haben schließlich Artorias besiegt, ja. Ich meine, dann muss doch hier das Ganze was gebracht haben, dass wir so krass sind. So. Dass die immer zu zweit sind, das ist doch kacke.
511. Oh, da schreit jemand, habt ihr das gehört? Das gehört, da schreit jemand. Oder war das ein Rabe vielleicht? Man muss ganz ehrlich sagen, dieses Gebiet hier gefällt mir irgendwie sehr gut. Sehr interessant, dieses Gebiet. Denn irgendwie sind hier viele Kleinigkeiten anders, beziehungsweise einfach ein bisschen detaillierter gestaltet. Man merkt, dass es ein DLC war und sie vielleicht aus dem Hauptspiel ein bisschen was gelernt haben. Einfach nur umsetzungstechnisch ein bisschen mehr gemacht. Ja? Hier sind so viele Töne, verschiedene Töne, die du im Hauptspiel einfach nie irgendwie irgendwo hast. Aber hier einfach da sind. Die Hexe, da weiß ich schon gar nicht. Das wird bestimmt wieder kacke. Mal gucken, dass man die ausweichen kann irgendwie. Ja, Digga. Aber sie ist auch One-Hit. Sehr gut. Oh shit, da ist ja noch einer. Holy shit. Natürlich hat das Schwert mit einem schweren Angriff eine große Reichweite. Das ist ganz geil. Seele Ritter. Und hier könnte sich doch vielleicht noch irgendwo was verbergen, denn es hört sich so an, Freunde, als wenn hier irgendwo... Oder ist der über uns? Wie kommt man denn da hoch? Da schreit schon wieder jemand. Wie kommt man denn hier hoch? Irgendwie muss der da oben sein, aber ich habe keine Ahnung, wie man da hinkommt. Vielleicht kommt man von der anderen Seite irgendwie nochmal hin. Irgendwie da oben oder so. Ach, keine Ahnung. Okay, Leute, da wollen wir hin. Ah. Ah. Da ist jemand. Das ist ein Geheimgang oder irgendwie sowas. Aber wo geht's da hin? Zack. Kollege. Das war ja mal nix. So, da wollen wir hin eigentlich. Und hier gibt's anscheinend wieder irgendein Geheimgang. Oder so. Ah, das gibt schon wieder so viele Wege, Freunde. Hier, wir müssen vorsichtig sein, aber wir holen uns erstmal das Item. Dann angeblich, oder es gibt da, ich weiß, dass es da ein wichtiges Item für später gibt. Weiß allerdings auch noch nicht wirklich, bei welchem Boss man dieses Item braucht, beziehungsweise an welcher Stelle überhaupt. Glaub es aber zu wissen. So, das Item kommt gleich, Freunde. Und hier kann man auch rüber und hier unten geht der Gang lang. Da wäre ist natürlich... Ah, wir hätten auch da lang gehen können. Ja, das kriegen wir natürlich nicht, das Viech. Da hätten wir auch lang gehen können, okay. Es werde Licht. Man hört auch ein starkes Trommeln, Freunde. Jetzt muss ich mal kurz mal hier den Bogen auswählen, denn ich glaube, dass wir aus der Entfernung sicherlich den einen oder anderen schon wegholen können. Obwohl, warte mal, nee, wir müssen erstmal was anderes machen. Und zwar, Freunde, ist diese Info angeblich von den Entwicklern platziert worden. Hier gibt es nämlich einen Geheimgang und diesen Geheimgang kann man preisgeben, indem man Licht macht. Licht können wir mit der Schädellaterne machen. Oh, was mache ich jetzt? Das ist natürlich falsch. Das ist natürlich maßlos falsch, was ich hier mache. Denn wir wollen ja nicht... Wir wollen es ja hier machen. Die Schädellaterne brauchen wir natürlich in der Second Hand. In der Schildhand, um sie zu halten. Kommt hier jetzt einer? Ich hoffe nicht. Kommt hier jetzt einer? Oh shit. Alter, wo kommt der her? Er hat uns gesehen, der Striche. So, okay. Geheimgang offen. Freunde, hier gibt es eine Truhe. Und die kriegt man Silberanhänger. Der Silberanhänger. Warte mal, wo ist denn das? Der müsste ja hier drin sein. Silberanhänger. Der Silberanhänger ist nicht hier drin. Okay. Silberanhänger? Wo ist denn der scheiß Silberanhänger? Der muss doch hier sein. Ist der vielleicht hier mit drin? Ist doch eigentlich keine Waffe.
Vielleicht kann man den gar nicht anlegen, sondern muss den benutzen. Könnte ja auch sein, ne? Okay, dann müssen wir kurz nochmal anders gucken. Silberanhänger. Da. Silberanhänger vertreibt Dunkelheit. Keine Ahnung, was das bedeutet. Also, natürlich wissen wir, was es bedeutet, aber ich weiß nicht genau, wo ich es anwenden kann, anwenden muss. Ich gehe auch mal stark davon aus, dass man das vielleicht bei einem von den Bossen braucht oder zumindest auf den Weg dorthin nehmen könnte. Das könnte man natürlich tun. So, jetzt gucken wir mal, Freunde. Mich würde mal interessieren, ob man die jetzt schon von hier besiegen kann. Denn ihr wisst ja, dass die manchmal einfach nicht kommen. Ja, man kann die von Weitem anschießen und sie kommen einfach nicht. Und ihr seht, es klappt wunderbar. Wir brauchen uns also später keine Sorgen machen um diese Viecher. Und den könnten wir eventuell auch gleich kriegen. Wunderbar. So kann man das Spiel auch zocken, würde ich sagen. So, komm, zack. Jetzt ist natürlich interessant, ob wir den da hinten auch kriegen. Aber ich glaube, der ist eindeutig zu weit weg. Oh, nee, es geht. Dauert es noch viel länger? Aber ich glaube, der wird uns später ein Problem machen, weil der ja so scheiße zaubert, ne? Deswegen mache ich den jetzt einfach mal platt. Ich hoffe auch, dass der nicht nochmal kommt. Und ich hoffe, dass wir bald mal wieder ein Leuchtfeuer finden. Jetzt ist natürlich blöd, dass es hier verschiedene Wege gibt. Ich glaube, ich werde jetzt schnell nochmal nach oben gehen, werde gucken, was wir da clean können. Und dann werde ich mal hier unten den... Obwohl, wir sind ja schon unten, wir können ja mal diesen kleinen Gang da lang gehen. Da kann man bestimmt eine Abkürzung oder so freischalten später. Da gucken wir auf jeden Fall mal hin. So, der ist auch Geschichte, wunderbar. Ein Feuer mal noch ab, das müsste reichen. Wir haben ihn, okay. 700 Seelen. So, Freunde, hier sind wir fertig. Wir gehen mal hier lang und gucken, was uns hier erwartet. Oh ne, scheiße. Ist natürlich nicht so cool. Aber wir haben ihn. Easy going. So, zack, 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 zack. Wir dürfen natürlich nicht sterben. Denn sterben wäre irgendwie nicht so cool. Hier kommen wir wieder... irgendwo hoch. Oh ne. Keine guten Erfahrungen mit denen gemacht. Ich meine, ich hatte jetzt auch noch keine schlechten Erfahrungen, aber... Oh, muss doch schon wieder irgendeiner sein. Hier kann man zurück, wenn man möchte. Okay, dann lassen wir mal. Wir gehen mal hoch. Kommen wir überhaupt wieder hoch? Wir müssen wieder hier lang. Wir gehen mal hoch, Freunde, und gucken mal, was uns oben noch erwartet. Denn ich möchte jetzt bei denen ungern sterben und ich glaube, da müssen wir rüberspringen. Ja, ist hier auch noch was? Da ist der Gegner gestorben. Achso, wir müssen eh hier rüber. Zack, so. Die scheiß Magier sind halt blöd, Freunde. Die machen guten Magieschaden. Und ich habe jetzt nicht unbedingt so die krasse Magieabwehr. Deswegen will ich da doch ein bisschen vorsichtig sein. Ich möchte jetzt erstmal die Wege erkunden, die noch zu erkunden gehen, bevor ich einen Weg gehe, wo ich vielleicht sterben könnte. Bevor ich dann tatsächlich sterbe, würde ich gerne erstmal ein bisschen clearen bzw. sichern. Vielleicht ein neues Leuchtfeuer? Ich weiß es nicht. Ich will jetzt nicht nochmal alles von vorne machen. So, was haben wir hier? Ist das eine Fake-Truhe? Ja, es ist eine Fake-Truhe, aber die könnten wir eigentlich kriegen, würde ich sagen. Ich glaube, die mache ich auch mit. Versuche ich. Oh ja, Digga, Mann. Ja. Einfach. Komm, lass was Spannendes fallen hier. Sehr gut, Maske. Okay, das gucken wir uns an. Sehr gut, Maske. Havels Rüstung ist natürlich episch, aber die ist einfach übertrieben schwer, die Waffe. Die Rüstung. Sehr gut, Maske brauchen wir. Was kann diese Maske? Wahrscheinlich nichts Gutes, aber wir haben sie und ich möchte natürlich auch wissen, was sie kann. Sehr gut, Maske. Habe ich mich verlesen? Hört sich ein bisschen komisch an. Hä? Ist das schon wieder keine Maske zum Aufsetzen, sondern eher irgendwas... Irgendwas anderes?
Mensch, dass man die Sachen immer nicht so finden kann. Es sollte irgendwie hier. In dem Baum geschnitzte Gravur. Sehr gut. Irgendwas zu bedeuten. Irgendeinen Sinn hat die Maske mit Sicherheit, aber welchen? So, das ist natürlich schade. Ich würde da hinten eigentlich schon gerne. Ich könnte es vielleicht mal versuchen, aber ich habe ein bisschen Angst, Freunde, Mann. Es ist. Ich gehe mal davon aus, dass dieser Weg auf jeden Fall der Weg ist, den wir weitergehen. Ah, Leute, ich brauche schon wieder viel zu lang für den ganzen Schmand hier. Da müssen wir mal runter. Eine enorme Abkürzung, wenn wir lieber hier gehen können. So. Wünscht mir Glück, Freunde. Ich hoffe, wir schaffen die. Immer dieses Gelaufe. Hört ihr das? Man hört immer so Viecher laufen. Das ist... Blöd ist, dass die einen auch sehen, dass die nicht hören oder so. Guck mal, wie viel Schaden das macht. Geht eigentlich. Aber es sind zwei. Ich weiß, dass es zwei sind. Zack, sehr schön. Okay, sehr gut. Man kann die zumindest ausweichen. So, hier sind Truhen schon offen. Das ist natürlich blöd. Und diese Truhe... ...ist keine Fake-Truhe, so wie es aussieht. Ja, die können wir aufmachen. So. Finstere Kugel. Mann, hier findet man schon wieder so viele Items und keiner weiß, was das für Items sind. Finstere Kugel, Freunde. Finstere Kugel. Ist natürlich wieder nicht hier drin, ist ja klar. Aber braucht man vielleicht, um irgendwas abzuwerten, um was aufzuwerten, oder doch nicht? Vielleicht hier? Vielleicht irgendeine Waffe? Finstere Kugel, Ist doch kacke, wenn man die Dinger nicht findet, oder? Muss ich mal auf jeden Fall merken, muss ich mal nachgucken. Schreit schon wieder das Mädchen im Hintergrund. Finstere Kugel. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Finde ich leider gerade nicht. Ist ein bisschen schade. Dass man die Sachen manchmal nicht findet, Mann. Oh, wo geht's hier lang? Von hier sind wir gekommen. Hä, da liegt noch was? Ich weiß nicht, manchmal droppen die irgendwie später Zeug. Ich weiß auch nicht. Oh, shit, 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 shit. Das ist auf jeden Fall fake. Das ist auf jeden Fall fake, das werde ich nicht riskieren. Das ist mein sicherer Tod, glaube ich, wenn ich da runtergehe und das will ich nicht. Das will ich nicht. So, was haben wir hier noch Schönes? Los, komm, grüne Scherbe, ich kann sie gebrauchen. Verzeihung, Maske. Verzeihung, Maske. In dem Baum geschnitzte Gravur verzeiht. Das hat irgendwas zu bedeuten, Freunde. Was kann man da machen? Den muss ich unbedingt mal gucken. Das hat doch irgendwas zu sagen, das Zeug. Das hat doch einen Sinn. Mit Sicherheit, tausendprozentig. Also gut, wir haben aber zumindest hier das geklärt. Das ist ja schon mal ganz gut. Und somit können wir zurückgehen, Freunde. Und den Weg fortsetzen. Haben wir die erste Stelle schon mal hier ein bisschen geklärt. Auch wenn wir schon wieder ewig gebraucht haben dafür. Aber ist ja egal, Leute. Ich will alles erkunden. Ihr wisst ja, wie ich so ticke. Gerade bei Dark Souls auch gibt es viele Geheimnisse zu entdecken. Viele Verstecke und auch gute Items zu finden, die uns sicherlich irgendwann mal von Nutzen sein können. Deswegen ist es auch ratsam, hier wirklich bei Dark Souls. Da unten geht es noch rein. Seht ihr das? Kann man da rein? Weiß nicht. Jetzt auch nichts riskieren. Naja. Hundert komische Wege.
Die Gegner haben wir Gott sei Dank gecleared. Das ist sehr nice. Das ist sehr schön. Da brauchen wir uns da keinen Kopf mehr machen. So, da hinten liegt ein Item. Und dieses große Gebäude ist bestimmt nichts Gutes. Aber ist ja nicht so schlimm. Okay. Gut, Freunde, dann würde ich sagen, machen wir hier erstmal Feierabend schnell. Und machen dann in der nächsten Folge weiter mit Dark Souls 1 Remastered, Freunde. Danke, dass ihr dabei wart. Wenn ihr Infos habt zu dem Gebiet, schreibt es bitte dazu. Würde mich natürlich sehr freuen. Und danke für die Leute, die wirklich, auch wenn es nicht viele sind, die immer reingucken, Dark Souls supporten. Es ist leider nicht so gern gesehen, dieses Let's Play. Warum auch immer, es ist wirklich ein Bombenspiel. Ich kann es nur jedem empfehlen. Es macht ultimativ viel Spaß, Freunde. Und ja, danke fürs Zuschauen. Bis demnächst. Haut rein. Euer Panne. Ciao.